So, jetzt kümmern wir uns um die Schöpse. Dass wir die mal ein bisschen duplizieren und gleichzeitig noch die Hecke ums Gehege hier drum bauen. Schwupps dich. So ein bisschen für ein wenig mehr Schutz. So, ja gut, dann passt mal auf, ich habe hier Weizen. Das ist was Feines, ne? Blub, hier, fresst. Fresst euch die Mägen voll. Vermehret euch, seid fruchtbar. So, war's das, oder? Ja, das war's. So, können wir trotzdem noch ein bisschen schnippeln hier. Schon wieder freilich nachgewachsen. Okay. Gut. Gut, 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 gut. So, da haben wir jetzt 34. Naja, immerhin. So, und auf der Seite können wir theoretisch auch noch ein bisschen Hecke anpflanzen. Alles wunderbar. So. Dass sie halt ein bisschen geschützt sind hier, die Buben. Einmal ringsrum. So, also egal, den Rest bringen wir ins Lager. Nee. Hier lang gehen, weil ich habe noch Weizen am Start und würde damit gerne noch mal die Kühe ein bisschen häkeln lassen. Muss gerade noch mal was trinken, kurz, warte. So. Dass ihr hier auch noch was davon habt. Ihr Guten, dass wir ein bisschen mehr hier kriegen von euch, brauchen wir doch alles. Gut, dass die auch alle wieder gerade bereit sind. Die Kälber kann ich da auch füttern, Alter. Kriege ich das Weizen wenigstens noch los. Und mit den Körnern gehen wir nochmal eben rüber hier zu den Hühnern. Lass mich mal, danke. Gehen wir die auch nochmal ein bisschen. Vielleicht, eventuell, obwohl die hatte ich ja erst alle gefüttert hier. Ah ne, ein paar sind noch übrig geblieben. Kriege ich vielleicht die Körner auch noch los, wenn ich clever bin. Und ansonsten. Ah ja, sieht gut aus hier. Ach, den Kleinen können wir das immer wieder geben. Da wachsen die nämlich sogar. Gegebenenfalls etwas schneller. War jetzt nicht der Fall, aber. Da ist es wenigstens weg. Ja, nee, du kommst mir jetzt nicht mit deinem Update hier, hau ab. So, können wir wieder zurückdüsen. Jetzt nicht unbedingt noch irgendwas einsammeln hier. Das müsste ich wieder zurückbringen. So, schaffen wir mal das Holz hier aus dem Augen, aus dem Sinn. Das, was wir hier noch haben. Und hier haben wir Laub. Und dann können wir noch das Werkzeug wegschaffen. So. Guck mal, hätten wir noch eine angefangene gehabt, die hat uns bloß woanders hingeschmissen, deswegen habe ich die nicht gesehen. Hier ist noch eine Hacke und hier war noch die Axt. So, ach so, ich hatte ja die Folge erst angefangen, wir sind ja erst bei 3,5 Minuten. Ich hätte jetzt sonst nämlich aufgehört, weil 2:30 in der Nacht. Weiß nicht, was können wir noch schnell machen? Zum Zeit-Totschlagen. Gehen wir auf jeden Fall mal zu. Weiß ich nicht. Fällt mir gerade nichts ein. Ja. Könnte natürlich sagen, die Folge ist vorbei, aber ich mache halt generell immer 10 Minuten Folgen. Bis auf eine. Da hat es mir irgendwo mal die Aufnahme abgebrochen. Da fehlt ein Stück. Die geht plus 9 Minuten irgendwas. Und ich glaube, ganz am Anfang, die ersten Folgen waren auch noch nicht ganz exakt 10 Minuten. Weiß es jetzt nicht. So, hier sieht es schön aus. Da haben wir jetzt auch nichts mehr, was wir noch irgendwie bauen müssen. Hier waren wir eigentlich soweit fertig. Ein paar Bilder an die Wand hätte ich noch machen sollen, so mal. Irgendwann, aber jetzt nicht mehr heute, weil das ist auch umständlich und wir brauchen auch dafür wieder Wolle. Und ach. Theoretisch könnte man ein paar Kaktusse. Ein paar Kaktusse, genau. Ich meine schon dich. Ein paar Kakteen stutzen. Und die dann wieder ins Lager bringen, dass wir die Kisten auch mal wieder ein bisschen füllen hier. Ja, können wir mal machen. Und Zuckerrohr genauso. Oh, ich weiß. Sollst du ja nicht immer dagegen laufen, Mann.
irgendwie muss ich das Zeug ja auch kriegen. Ich wundere bloß, dass es ihn, wenn man hier drauf springt, auch verletzt, weil theoretisch sind oben gar keine Stacheln, sondern lediglich die Blüte. Was soll's. Das ist Minecraft-Logik. Finden wir uns damit ab. So, mal alles ein bisschen stutzen hier. Ist ja schön, dass alles nachgewachsen ist. Ich hau es wieder runter. So. Muss ich hier noch Slalom laufen zwischen den Kakteen. Das ist ein bisschen sehr sportlich. Am besten ohne uns hier irgendwo aufzuspießen. So, wie gesagt, Zuckerrohr auch nochmal ein bisschen stutzen hier. Alles kein Problem. Und ich würde mal kurz die Zeit nutzen, wenn wir das jetzt hier gleich eingeräumt haben. Ich würde mal ganz kurz auf den Leuchtturm hochgehen, einfach mal so ein bisschen, um zu gucken, wie es von da oben aussieht, weil das hatten wir ja die letzten paar hundert Folgen auch nicht mehr gemacht, dass wir mal da oben waren, von dort aus mal auf unser Haus und Grund hier geguckt haben. Das könnte man mal in Angriff nehmen, tatsächlich. Das würde mich doch brennend interessieren. Na, brennend. So, von hier oben haben wir nämlich eine schöne Aussicht und das sieht doch mal richtig, richtig geil aus. Wow. Ey, was wir so gebaut haben und überhaupt. Dieses Schiff, der Hafen, alles was so dieses Jahr dazugekommen ist, das Lagerhaus haben wir vergrößert. Wir haben die Kirche mit neuen Fenstern ausgestattet vorhin. Das Haus hat ja diesen Balkon dran, das sehen wir, wenn wir hier ein bisschen hochspringen. Ja. Eigentlich könnte man die Mauer hier draußen nämlich dran setzen, da hätte man ein bisschen besseren Blick. Aber man sieht es ja trotzdem, Balkon am Haus, Lagerhaus vergrößert. Das Ding hat neue Fenster, der Stall wurde umgebaut. Das Schiff, der Hafen, alles wunderbar. Sieht einfach nur traumhaft aus. Also mal ganz kurz die Aussicht genießen. Herrlich. Und dann machen wir Schluss für heute wirklich. Es ist einfach nur ein Träumchen. Na? No. Kann man schon so sagen. Na gut. Waren wir hier auch wenigstens mal wieder. Oben nach langer, langer Zeit. Schön eigentlich mit der Lava hier drin. Da braucht man überhaupt keine Fackeln. Leuchtet alles von alleine. So. Close the door, please. Und back to the house. So, die Kakteen, die wachsen dann eh irgendwann wieder nach. Genau wie Zuckerrohr. Brauchen wir uns also keine Sorgen drum machen. Ein Ei haben wir noch. Mensch, das kloppe ich jetzt mal kaputt. Und da kommt ein Huhn raus. Ich glaube, die Spinne. Ach, Mensch. Du Tier, ey. Das gibt's doch jetzt gar nicht, hä? Du irrsinniges Ding, du. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe noch ein Ei dabei, weil ich doch durch die Hühner durchgespeicht bin. Und jetzt kloppe ich das kaputt und es kommt ein Küken raus. Naja, wenigstens droppt das jetzt nicht noch was. Das wäre es jetzt gewesen. Cool. Naja, Sachen gibt es auf jeden Fall. So, letzte Minute bricht an. So gleich. Na, Hundis. Jo, du feiner Pfiffi. Na, sitz. Aber du bist auch ein ganz feiner. Sitz. So, und die Minzen. Mienze, Maunze, Maunze, Mieze, Mieze, Katzen. Ihr rollen die Gas. Rrr. Setzt euch wieder da nieder. Hallo. Was wird denn das für ein Scheiß? Jetzt machst du noch hier der Quere, hä? Und jetzt hast du dich im Tisch verfangen. Ja, lol. Komm. Komm mit. Ich habe zwar jetzt gerade nichts für dich irgendwie. Was läufst du denn jetzt auch hier hinter? Da weißt du was, dann sitzt dich auf die Eckbank, da sitzt du gut. Und ich verdünnisiere mich jetzt ins Bett. Meine Katze sitzt auch immer auf dem Sofa. Ist geil. Ah, noch einen Blick aus dem Balkon werfen und dann hauen wir uns ab in die Kiste. Leute, war eine unterhaltsame Session. Wir haben mal wieder richtig was gemacht. Wir haben richtig was gesehen. Wir haben NPC-Dörfer ausgehoben ohne Ende. Haben eine Mine geholt mit Kakaobohnen und allem drum und dran. Und das alles und noch viel mehr. Machen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Session. Bis dahin.
Ciao mit V, gute Nacht, bis zum nächsten Mal.